Herzlich willkommen zu Nonsenf, Ihrer Wochenrückschau im Regionalfernsehen. Das war gar keine so aufregende Woche. Herr Spahn lässt sich behumsen, das war es aber auch schon. Und das ist mal so unter uns auch gar nicht so neu. Jetzt viele Testzentren in Deutschland werden von Privatunternehmen betrieben. Und die rechnen dann unkontrolliert beim Bund ab. Naja, das ist doch der rote Teppich für Diebe und Gauner. Hier ist das Geld, ihr müsst's euch nur nehmen, ja. Aber damit ist jetzt Schluss, sagt Jens Spahn. Es wird kontrolliert, stichprobenartig. Ein Kontrolleur ist schon unterwegs. Nee, Quatsch, das dauert noch. Aber bis dahin sollen sich die Betrüger schon mal schämen, sagt Jens Spahn. Zitat, wer sich an der Corona-Krise persönlich bereichert, der soll sich schämen. Und dann ist er nach Hause gegangen und hat ganz leise geweint. Aufschrei in Deutschland. Die ARD ändert ihr Programm. Ab Juni läuft immer freitags gegen 19.45 Uhr die neue Minisendung Sprüche vor 8, in der jede Woche eine Redewendung anschaulich erklärt wird. Wenn Sie also schon immer mal wissen wollten, warum man sagt, mach keine fiese Matentchen, dann ist das genau die richtige Sendung für Sie. Das ist übrigens ein Spruch so aus der Zeit um 1750 bis 1800, aber das wissen die meisten ARD-Zuschauer ja, die waren da dabei. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom möchten 51% der Berufstätigen auch nach der Pandemie gern, ganz oder teilweise im Homeoffice arbeiten. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass flexibles Arbeiten die Qualität der Arbeitsergebnisse nicht schmälert, im Gegenteil, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. Und ehrlich gesagt, so ein Homeoffice-Job hat auch viele Vorteile. Man ist sauschnell am Arbeitsplatz, Beruf und Familie sind unter einem Dach und man muss sich nur obenrum anziehen. Und noch was war diese Woche? Auf Instagram hat Daniela Katzenberger einen ersten Vorher-Nachher-Vergleich gepostet. Sie hat sich nämlich die Brüste operieren lassen und zeigte die natürlich dann auch sofort. Naja, Bildrechte haben wir nicht, aber was soll ich sagen? Die sind jetzt wieder schön straff, ne? Passen jetzt auch wieder zum Gesicht. Ein bisschen aufregender als das alles war aber bestimmt der Überblick über den vergangenen Monat. Gleich ganz straff vorgetragen von Jonas Greider. Das Auto passend zur Fliege wählen. Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lotto-Annahmestelle. Wächst und wächst und wächst. Freitag rund 10 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen. Herzlich willkommen zurück bei Nonsenf. Personell kann man den Mai ganz gut zusammenfassen. Eine Ministerin weniger, ein Nationaltrainer mehr. Giffey weg, Hans Flick ist da und Andreas Scheuer, unser Bundesverkehrsminister, ist irgendwie immer noch da und nicht weg. Das war also kein guter Monat. Der Überblick jetzt mit Jonas Greiner. Herzlich willkommen zum Überblick über den Mai 2021. Es war Action angesagt und das war gar nicht mal so schön. Die Welt schaute tagelang auf den Nahen Osten, wo es mal wieder zu Gewaltausbrüchen kam. Da die Geschichte des Nahostkonfliktes aber älter ist als die letzte Kanzlerschaft der Zentrumspartei und noch komplizierter als die Steuererklärung von Uli Hoeneß, sollte es den meisten Menschen eigentlich schwerfallen, sich dazu zu positionieren. Ganz klar, Konsens sollte sein, dass es möglichst Frieden geben sollte und die Gewalt ein Ende hat. Aber ähnlich wie bei einer Schulhofschlägerei hatte jeder zweite Deutsche gleich einen Standpunkt parat. In den sozialen Medien wurden fleißig die jeweiligen Seiten angefeuert und das, obwohl 99% der Deutschen nach der ersten Meldung zu den erneuten Vorfällen erstaunt waren, dass südlich vom Sheraton Rhodos Hotel und Spa nicht gleich die Pinguine wohnen, sondern dass da noch ein nicht ganz kleiner Teil der Welt kommt, in dem Gewalt, Terror und Krieg leider an der Tagesordnung sind. Und leider ist das nicht nur im Nahen Osten so, sondern auch in vielen anderen Regionen. 29 Kriege und bewaffnete Konflikte tobten im Jahr 2020 weltweit, viele davon halten auch derzeit noch an.
Mitgezählt wurden dabei aber nur Kriege und bewaffnete Konflikte mit mehr als 10 Toten. Klar, alles andere ist ja auch wie Kirmes in Mecklenburg. Ein Ende der Gewalt, Schluss mit dem Töten Unschuldiger, das sollte die Botschaft sein, die wir von Deutschland aus senden sollten. Nach Israel, in die palästinensischen Regionen und in alle anderen Regionen der Welt, in denen der Krieg und der Terror regieren. Insgesamt 1465 Tote gab es nämlich durch Krieg und Terror 2021 schon weltweit. Es könnten aber auch deutlich mehr sein. Man weiß es nicht, weil man nämlich gar nicht mal so gerne darüber nachdenkt, was da südlich vom Sheraton Rhodes Hotel und Spa so passiert. Vieles ist uns nicht bewusst hier in Europa. Ja, zum Beispiel die Lage in Myanmar. Da gab es im Februar schon einen Militärputsch, den der Papst jetzt verurteilt hat. Wahrscheinlich war er bis heute damit beschäftigt, irgendwelche deutschen Kardinäle abzumahnen. Man bekommt das halt gar nicht so richtig mit hier im friedlichen Europa und man kann sich auch gar nicht in die Lage der Menschen dort hineinversetzen. Militärputsch, sowas ist in Deutschland unvorstellbar. Einerseits, weil die Anführerin Annegret Kramp-Karrenbauer wäre, die ungefähr so viel Autorität besitzt wie ein 53-jähriger Physiklehrer in einem Saunaclub an der polnischen Grenze. Und andererseits, weil selbst die Marienkäfergruppe des Kindergartens Purzelbaum in Neustadt am Rübenberge in ihrem Musizierkoffer eine effektivere Ausrüstung hat als die gesamte Bundeswehr. In Myanmar oder in Mali, wo im Mai schon der zweite Putsch innerhalb von 9 Monaten durchgezogen wurde, ist das alles nicht so lustig. Aber wir bekommen es ja kaum mit und eigentlich wollen wir es auch gar nicht hören. Papa, warum geht's manchen Ländern auf der Welt so schlecht, während wir so reich sind? Psst, hör auf zu reden, Wilhelm Aurelius, und iss dein Kängurufilet. Ach, irgendwie habe ich auch keinen Bock mehr, über irgendwelche Kriege nachzudenken. Reden wir doch lieber wieder über Sachen nördlich des Sheraton Rhodes Hotel und Spa. 12 Points are going to Rotterdam. Es war endlich wieder ESC, der Eurovision Song Contest, schon immer ein Mega-Event, auf das der ganze Kontinent geblickt hat. Unvergessen die historischen Momente in der jahrhundertelangen Geschichte dieser Veranstaltung. Zum Beispiel beim ESC 1517 in Konstantinopel, als Martin Luther mit Wind of Change für das Kurfürstentum Sachsen antrat und unerwarteterweise 0 Punkte aus dem Kirchenstaat bekam. Oder 1812, als Frankreich mit dem Hit Napoleon hat euch lieb ausnahmslos alle Punkte holte. Ein ähnlich gutes Ergebnis erreichte nur die DDR im Jahr 1961, als Sänger Walter Ulbricht mit dem Song Wo de wilde Dude hin nach eigenen Angaben 99,95% aller Punkte holen konnte. Ja, der ESC hat seine Schwächen. So ist er zum Beispiel einer der Gründe, warum die Ergebnisse im Geografieabitur von Jahr zu Jahr schlechter werden. Und immer wieder wirft er Fragen auf. Warum war Flo Rida dabei? Der kommt doch aus den USA. Klar, wäre aus Europa, hieß er ja auch Florence. Und 12 Punkte aus Flachwitzchen gehen an diesen Spruch. Eine Frage, die auch immer wieder gestellt wird, ist das Ganze auch eine politische Veranstaltung? Mal überlegen. Also, Großbritannien hat beim ersten Eurovision Song Contest nach dem Brexit von ca. 750 möglichen Punkten genau 0 geholt. Weißrussland, das gerade Flugzeuge sammelt, wurde schon im Vorfeld disqualifiziert und Russland hat in den letzten Jahren gar nicht mal so viele Punkte aus der Ukraine bekommen. Ja, der ESC ist politisch und das ist gut so, da er meistens zeigt, was Europa sein könnte. Vielfältig, solidarisch, friedlich, vereint. Doch leider gibt es entscheidende Unterschiede zwischen dem ESC und der EU. Erstens, der ESC zieht nur einmal im Jahr um, das Europaparlament ungefähr 12-mal. Und zweitens, der ESC besteht nicht zu 90% aus Menschen, die in ihrem Heimatland eigentlich schon gescheitert waren. Die einzige Gemeinsamkeit von EU-Parlament und Song Contest, kein Schwein kennt die deutschen Vertreter. Als Deutscher hatte man den diesjährigen ESC aber sowieso relativ schnell wieder vergessen. Am Ende standen dann nämlich lediglich 3 Punkte und die Erkenntnis, dass auch tanzende Mittelfinger von der Ideenliste der deutschen Delegation für den Sieg beim ESC gestrichen werden können. Und wieder die Frage, ist das eine politische Entscheidung? Und wo sind denn zum Beispiel die Punkte aus Griechenland? Papa, warum geht's manchen Ländern in Europa so schlecht, die uns helfen mussten, Exportweltmeister zu werden und sich deshalb bei uns verschuldet haben? Über sowas spricht man nicht, Alexandria, und jetzt isst dein Nashorn, Carpaccio. Was ist sonst noch so passiert im Mai? Ach ja, Franziska Giffey ist als Bundesfamilienministerin zurückgetreten, weil irgendjemand mal wieder den Doktortitel-Joker gezogen hat. Lass mal den Doktortitel überprüfen, ist in Deutschland in den letzten Jahrzehnten ja wie die Einmal-Aussetzen-Karte bei UNO, die du ziehst, wenn du sonst nichts anderes auf der Hand hast. Nachdem sie als Ministerin zurückgetreten war, verkündeten die SPD-Vorsitzenden August Bender und Greta Overbeck, dass die Stelle nicht neu besetzt werden wird.
es sind ja auch nur noch 4 Monate bis zur Wahl. Da müssen wir jetzt nicht extra jemanden suchen, der sich um das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend kümmert. Weil wer ist schon Teil einer Familie, Senior, Frau oder Jugendlicher? Das sind höchstens 87% des Landes und mehr als die restlichen 13% kriegt die SPD bei der Wahl eh nicht. Ganz einfache Rechnung. Zum Abschluss noch etwas aus dem Land of the Free und dem Home of the Brave. Anfang Mai gab es eine spektakuläre Busentführung in den USA. Ein 23-jähriger Soldat hatte in seiner Kaserne Heimweh und wollte in seinen 1000 Meilen entfernten Heimatort zurück. Also entführte er mit einem Maschinengewehr bewaffnet einen Schulbus. Bis dahin nachvollziehbar, selbst wenn der in den USA dafür verurteilt wird, kommt er wahrscheinlich günstiger weg, als wenn er ein Ticket gekauft hätte. Die Fahrt dauerte allerdings nur knapp 4 Meilen, da die Kinder begannen, ihm nervige Fragen zu stellen. Wahrscheinlich sowas wie, sind wir gleich da? Nach der nächsten Kurve. Boah, McDonald's, bitte, bitte, bitte. Nein, wir haben noch Nudeln von gestern zu Hause. So lange, bis der Entführer entnervt aufgab, den Busfahrer bat anzuhalten und, ohne jemanden zu verletzen, verschwand. Bejubelt wurden im Nachgang sowohl die Kinder für ihren Mut, als auch der Busfahrer für seine Gelassenheit. Dabei ist es logisch, dass der Busfahrer ruhig war. Aufgeregt hätte er sich nur, wenn der Entführer in der Tür gestanden oder die Kinder während der Fahrt mit dem Fahrer gesprochen hätten. Und außerdem wurde der Busfahrer bereits mehrfach für solche Situationen geschult. In den USA ja auch kein Wunder. Dort hast du den Umgang mit Leuten, die mit Waffen rumfuchteln, einfach drauf. Das lernen die für den Ernstfall wahrscheinlich schon in der Grundschule. So wie du in Österreich in der Grundschule schon lernst, von welchen Dingen, die an feuchten Kellerwänden wachsen, du dich einige Tage lang ernähren kannst. Dass die Entführung ohne Verletzte endete, ist auf jeden Fall mal eine gute Nachricht. Aber eigentlich ist es auch kein Wunder, dass das Ganze gut ausging. Es war ja schließlich nördlich des Sheraton Rhodos Hotel und Spa. Jonas Greiner gibt's auch im Internet, bei Facebook oder Instagram. Die letzte Meldung: Laut einer aktuellen Umfrage ist Bayerisch der schönste Dialekt Deutschlands. Am schönsten finden es die meisten Leute übrigens, wenn man auf Bayerisch sagt, ich verzichte auf eine Kanzlerkandidatur. Ich tue das auf jeden Fall. Wir sehen uns nächste Woche wieder und wenn Sie es gar nicht aushalten, finden Sie mich im Internet auf www.fernsehzimmer.eu. Bleiben Sie bitte fröhlich.